Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Rehbach, unser wunderschönes Projekt hier auf der Map vom Kalle. Und ihr seht es schon, es hat nicht geschneit. Nein, wir sind am Kalken von unserem ehemaligen Rapsfeld. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, da werden wir jetzt dann doch investieren. Und das heißt, dass wir hier kalken und das volle Programm abfahren, was jedenfalls die Feldaufbereitung angeht. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil hier haben wir Verkehr. Ne, da kommt auch schon einer und jetzt muss ich mich wieder auf die Karte konzentrieren, denn wir müssen hier jetzt links, nicht hier, jetzt hier müssen wir gleich links, denn wir fahren zur Kalkstation, kaufen nochmal ein bisschen Kalk ein. Das ist glücklicherweise nicht ganz so teuer hier auf der Map, also da kann man einigermaßen arbeiten und wir haben hier den Lizard Kalkstreuer, den DC, den DFCO, was weiß ich was, 8000. So, jetzt müssen wir hier rechts rum und dann an dieser Fabrik vorbei und dann wieder irgendwann links, damit wir hier reinkommen. Man muss schon sagen, es ist ein bisschen tricky, von A nach B zu kommen, weil hier es nicht immer direkte Wege hat, sondern man muss da immer kleine Umwege fahren, so wie hier jetzt auch. Da müssen wir jetzt gleich links rein, damit wir zur Verkaufsstelle kommen. So, kann ich mich aber auch noch dran erinnern, dass das hier hinten im Eck dann doch ein bisschen ab vom Schuss ist. Und da müssen wir uns dann auch Gedanken machen. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir ja jetzt nicht dauernd kalken. Denn unser Plan ist ja hier jede Menge Grasfelder vorzubereiten, damit wir dann in die Silageproduktion gehen können, um eine Hof-BGA zu befeuern. So der Klassiker bei mir doch im Gameplay, dass wir dann immer meine Lieblingshof-BGA hier kaufen. Und das werden wir ja genauso machen, damit wir dann auch jede Menge Gärreste produzieren können, um eben unsere Grasfelder zu düngen. Das Schöne ist halt, dass wir da nicht allzu viel Energie investieren müssen, wenn es da mal angesät ist, eben ins Pflügen, Grubbern, Aussehen und so weiter und so fort. Denn ich möchte euch jetzt gleich mal was zeigen, denn da kommt man schon wieder etwas merkwürdig vor. Denn der Fan-Favorit ist ja auf dem anderen Feld unterwegs. Und ihr seht es vielleicht hier. Ich muss da sowieso, glaube ich, gleich eingreifen, oder? Packt er es? Ja, warte mal, warte. Ich glaube, da muss ich ein kleines bisschen helfen, oder? Ja, also den Streifen müssen wir nicht machen. Aber ich glaube, hier sieht man es. Es ist merkwürdig. Ich hatte drei Bahnen Vorgewende gefahren, damit er eigentlich nicht hier rüber fährt. Und doch hat er hier ganz komisch das Gras angesät, die ist hier drüber gefahren. Und so ein ähnliches Phänomen hatte ich auf der anderen Seite des Feldes auch. Ihr erinnert euch vielleicht am Ende der Folge. Und da habe ich dann da drüben jetzt auch 4, 5 Vorgewände gefahren. Da hat das dann, glaube ich, jetzt auch gelassen. Aber jetzt habe ich hier das Ganze so. Okay, hier ist nicht ganz so schlimm. Hier werden wir sowieso eigentlich nichts ansehen. Aber ich will dann praktisch hier hochfahren. Und dann die rechte Seite soll eben Weizen oder Gerste. Da schauen wir mal. Hauptsache Stroh, ne? Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. So, dann machen wir hier nämlich noch fertig. Aber ist wie gesagt ein wenig merkwürdig. Also entweder hat hier der Fan ein kleines Problem oder irgendwie gibt es ja Probleme mit den Helfern auf dieser Map. Ich weiß es nicht. Das werden wir weiter beobachten. Also der Fan-Favorit tut sich ja sowieso richtig schwer, was hier das Ansehen angeht. Zumindest hier mit der Kombination der Kreiselecke. Stopp mal, was machst du? Habe ich aus Versehen den Helfer eingeschaltet? Das wollte ich nicht. Dann machen wir hier nochmal ein kleines bisschen Vorgewende. Denn da hat er sich nämlich auch ein kleines bisschen schwer getan, ne? Bubele. So, weil dann würde ich nämlich gerne auf dem anderen Feld kalken. Und was mir nämlich auch noch eingefallen ist, wir müssen ja auch noch düngen. Zumindest die Grasfelder vielleicht und auch dieses Feld. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall müssen wir vorwärts kommen. Denn nachdem wir gekalkt haben, müssen wir unbedingt das andere Feld pflügen, damit wir dann anschließend sofort hier in die Aussaat gehen. Wichtig, wichtig für das Gras, damit wir auf jeden Fall in diesem Jahr noch einen Schnitt machen können. So, das sollte jetzt passen. Dann fahren wir erstmal wieder zurück. Also ich hoffe zumindest, dass der Helfer hier seinen Job erledigt kriegt. Hier muss man auch ein kleines bisschen aufpassen. Hier sind überall so kleine Stopper oder Pömpel, ne, die dann eben da verhindern sollen, dass man gegen die Zäune fährt. Und das erste Mal, als ich ja Kalk geholt habe, bin ich natürlich ja gleich rechts aufgefahren. Muss man ein kleines bisschen auch drauf achten hier auf dieser Map. Ne? Fast so ähnlich wie beim Kollegen Yogi.
der ja auf der Oberschwaben mit seinen Zwischenbauten, so will ich es mal sagen, mit seinen kleinen Vogelständern, Gullis und so weiter, dann auch dafür sorgt, dass eben man sich nicht leicht tut, wenn man Felder zusammenlegen will. Naja, gut, dann sei es so. Und wir fahren jetzt mal zurück, werden das Feld noch fertig kalken und dann mit dem Fluch losgehen. Und ich vermute, dass dann der Feld auch schon vielleicht fertig sein könnte mit der Aussaat. Dann werden wir den reparieren. Und damit er sich dann auch ein bisschen leichter tut, dann werden wir den reparieren. Und anschließend geht es in die Aussaat, in die Grasaussaat, natürlich auch auf dem ehemaligen Rapsfeld. So der Plan also für die Zukunft, dass wir uns am Anfang jetzt erstmal wirklich nur konzentrieren auf ein bisschen Feldarbeit mit Weizen, damit wir natürlich Stroh bekommen für unsere Kühe. Ihr wisst es. Und jetzt überlege ich gerade, habe ich mich schon wieder verfahren? Natürlich, klar, ich muss hier rein. Ei, verbipsch. Ja, das ist, wenn man hier fährt und quatscht und überhaupt. So, hier müssen wir rein, aber zum Glück habe ich es noch rechtzeitig gemerkt. Ja, und dann machen wir, wie gesagt, Stroh für Einstreu und natürlich für den Futtermischer. So ein bisschen zum Auffüllen, ihr wisst es ja. Und dann hauptsächlich konzentrieren wir uns natürlich auf Gras. Und Gras können wir mit dem Ladewagen dann auch vom Feld holen. Wir haben ja ein Fermenter-Silo, aber ich möchte dann auf jeden Fall auch Ballen machen. Dann, und dafür werden wir dann einen Wickler noch brauchen. Das soll heißen, also Ballen, wir haben ja eine Ballenpresse, eine Rundballenpresse, aber so, das Ganze muss ich ausklappen, was nichts anderes bedeutet, als dass er da hinten eine Klappe aufmacht. Und Helfer E hat die Arbeit, das habe ich mir gedacht, also schicke ich den jetzt erstmal los. Dann soll der nämlich seinen Job machen. So, was heißt hier, bist fertig? Schon wieder, guck mal. Jetzt hat er hier schon wieder so komisches Zeug gemacht. Und dann sagt er, er ist fertig. Also irgendwie kommt er hier nicht richtig in die Spur. So. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man dann permanent auf den Helfer achten muss. Und der irgendwas macht, was man halt überhaupt nicht braucht. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das am Fend oder liegt es an der Drille. Merkwürdig. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr auch Erfahrungen dazu gemacht habt. Ich meine, Sinn und Zweck von dem Projekt ist natürlich schon ein bisschen, dass wir mit dem normalen Hof, mit dem Starthof vom Modder beginnen und natürlich auch mit den Gerätschaften. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir da relativ zügig dann doch das eine oder andere austauschen werden und müssen. Aber ihr seht es da oben, der Kontostand ist natürlich mau. Und das heißt, ich denke, wir werden definitiv, ja, wir müssen ja, wenn wir die BGA und das Ballenlager wie geplant kaufen wollen, das Grundstück oder die Baugrundstücke sind ja glücklicherweise nicht ganz so teuer. Aber wir werden mit Sicherheit mal bei unserem Bankberater vorsprechen müssen, ob er doch vielleicht den ein oder anderen Euro für uns übrig hat, damit wir dann in die Investitionen gehen können. Ihr wisst, Grundstück, BGA, Ballenlager, einen Wickler und dann wäre es mir natürlich auch ganz, ganz recht, würden wir uns relativ zügig dann auch einen Teleskoplader kaufen, ne? Damit wir die Ballen dann auch in die BGA werfen können und natürlich brauchen wir auch in irgendeiner Form natürlich einen, ja, Ballenwagen, Sammelwagen und wir haben da zwar unseren Krone-Anhänger, aber ich bin fast am Überlegen, weil wenn wir natürlich hier richtig Gras machen, dann kommt auch ein bisschen was zusammen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall den Anhänger, da könnten wir noch ein bisschen drauf warten und ein bisschen sparen. Aber unterm Strich, lass mich mal kurz gucken. Denn bei Ballentechnik, na stopp, was wir kaufen wollen, bei Ballentechnik, noch eins weiter. Wickler. Da würde mir natürlich hier sowas hier gut gefallen. Denn wie gesagt, wir machen die Ballen und dann müssen wir die wickeln. Und da haben wir Rundballen bis 150 cm. Und unser Wickler macht, unsere Ballenpresse macht genau 125er. Also die kleinsten Ballen. Die werden dann auch nicht so schwer. Könnte eventuell auch mit dem Schäfer gehen. Aber mir schwebt natürlich, ihr wisst es, natürlich. Wo sind sie? Teleskoplader. Wieder mal ein Manitou vor. Schauen wir mal, vielleicht auch nur so ein Fahrersehen. Wäre natürlich auch ganz spannend.
Der ist sogar elektrisch. Ah, aber mit dem elektrischen, wir hatten ja mal, was war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Kramer, glaube ich, elektrisch auf der Galgenberg. Das war wegen einer komischen Geschichte. Da bin ich nicht ganz so davon überzeugt. Aber es könnte natürlich sein, dass wir, wenn wir nur diese kleinen Ballengeschichten machen, ich habe den Eindruck, dass er schon wieder steht. Genau, er hat schon wieder keinen Bock. Wieso denn? Freund. Nur weil ich dir nicht zum Festmann mitgebracht habe, oder was? Kommen wir nochmal zurück zum Teleskoplader, dann wird auch vielleicht der kleine Manitou hier ausreichen. Ja, wir werden damit ja nur auf dem Hof rumfahren, da brauchen wir keine 40 km/h und es ist ja alles in der Nähe. Okay, also das heißt 75, dann hatten wir den Wickler, der kostet auch nochmal 27, dann sind wir bei 100, die BGA, das Grundstück und alles. Also ich denke so um die roundabout 220, 230 brauchen wir. Und hätten wir natürlich das andere Grundstück verkauft. Hätten wir natürlich das andere Grundstück verkauft. Wir machen hier zu, bringen das weg. Dann hätten wir 108.000 bekommen. Dann hätten wir nur noch 100 aufnehmen müssen bei unserer Bank. Aber ich denke, so passt das auch. Denn diese 100.000, denke ich, werden wir relativ zügig. Ja, müssten wir nach einem Jahr hier von dem Feld doch runterkriegen. Wenn wir das schön pflegen und schön natürlich pimpen, dann müsste doch ordentlich was runterkommen an Silage, denke ich doch. So, wir hängen erstmal den Anhänger ab. Ja, das dauert hier ein kleines bisschen, da darf man nicht zu ungeduldig sein. Und schauen, dass wir den Pflug zum Laufen bringen mit dem Glas. Und ich habe den Verdacht, wir werden da oben gleich wieder sehen, dass der Helfer wieder fertig ist. Und da werden wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen müssen auf den Fendt. Der macht mir doch ein bisschen Kummer. So. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen oben an, weil der Pflug ist sowieso nach links ausgerichtet. Und wir machen es, wie man es eigentlich macht. Wir legen einfach hier los, machen kein Vorgewende. Denn wir haben ja gelernt, eigentlich macht man erst das Feld und das Vorgewende dann erst danach. Damit man nämlich nicht nochmal über das Vorgewende die ganze Zeit fährt und das entsprechend verdichtet. So, lassen wir ihn einfach mal kurz alleine. Jetzt bin ich mal gespannt, was er wieder hier macht in der Kurve. Ob er das jetzt endlich hinbekommt. Es bubele. Na, ja, die Maid schafft das. Nee, die schafft es eben nicht. Was fährt er jetzt hier im Kreis? Wo will er hin? Also, das ist schon wegen eine komische Geschichte. Aha, und jetzt sagt er bestimmt, findet kein Feld oder was. Erfolgreich beendet. Also, das kommt mir echt ein wenig merkwürdig vor. Muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Denn ihr wisst es, auf der Konsole sind wir wahnsinnig auf die Helfer angewiesen, auf Helfer, die funktionieren. Da wir ja kein Crossplay, kein Autodrive und all diese schicken, tollen Sachen haben. Aber gut, warten wir es ab. Im LS25 soll sich ja vieles für uns verbessern. Ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich natürlich auch sage, all die Dinge, die wir da sehen werden oder bekommen werden, sind mehr oder weniger, ja, jetzt haben wir da wieder so eine kleine Stelle, sind mehr oder weniger ja für die PC-Spieler schon vorhanden mit Skripten. Und da werden wir, ja, ich fahre das jetzt anders, und da werden natürlich die Consolieros mehr, so sehe ich das jedenfalls, mehr profitieren von dem LS25 als halt die PC-Spieler. Also Stand jetzt würde ich so sagen. Aber ihr dürft mich gerne eines Besseren belehren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber so Dinge wie GPS und natürlich neue Helfer, die jetzt die Felder mit Vorgewände abarbeiten und so weiter, das sind ja alles, wie gesagt, nicht Dinge, die es auf dem PC noch nicht gab, sondern lediglich uns, den Konsolenspielern, gefehlt haben. So, dann fahren wir das mal selber ab. Er schaltet. Ja, das wird schon eine ganz schön anstrengende Kiste hier. So, dann lassen wir mal den Helfer wieder reinsitzen und schauen mal, wie er das macht. So. Genauso auch mit Jungtieren und all diese Dinge.
Das gab es ja auch schon auf dem PC. Das ist auch für die Consoleros neu. Aber ich bin da echt am Überlegen. Da wird es mit Sicherheit noch einige Punkte mehr geben. Aber wie gesagt, schreibt mir jetzt gerne eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin halt wie gesagt der Meinung, wir Consoleros werden stark vom LS25, von den Neuerungen profitieren. So, ich bin mal gespannt, ob er das jetzt schafft. Was macht? Ja, da sind wir eben beim Thema, ne? Da sind wir eben beim Thema. Hi, Verbiebsch. Ja, jetzt haben wir hier den Verkehr. Jetzt müssen wir über den... Wir müssen einmal wenden. Wir brauchen den Flug. Nee, stopp, das war schon... Nee, doch, so rum. Wir brauchen den Flug auf der Seite. Es hilft nichts. Ich denke, wir werden ein Vorgewende fahren müssen. Schon einfach aus dem Grund, weil er sonst mit dem Verkehr hier in die Quere kommt. Oh ja, wie gesagt, vor dem Ertrag hat man den Schweiß gesetzt. Fährt er das nun selber? Ja, okay, er würde jetzt so fahren. Ja, das machen wir anders. Stopp. So rum geht's. Und ich warte nur darauf, dass er sich da oben auch schon wieder meldet. So. Ja, so passt es ideal. Ja, dann müssen wir dann doch wieder mehr von Hand anlegen. So wollte ich sagen. Da müssen wir selbst Hand anlegen. Denn der Helfer macht uns hier keine Ware frei. So. Und dann hier nochmal. Ja, da hätte ich was zu tun, ne? Kurz zurück. Jetzt. Ja, dann machen wir noch ein Vorgewende. Also wir fahren noch einmal wieder zurück. Dann bringen wir den wieder in die Spur. Und ich gucke als immer oben rechts. Hat sich da der Fan-Favorit schon wieder gemeldet? Hat er schon wieder gesagt, nee, mein Freund. Ich mag nicht. Wie ich Pflügen liebe. Aber wir tun uns das jetzt mit Anführungszeichen nur einmal an, denn dann, wenn wir hier durch sind, dann werden wir den Pflug auf jeden Fall verkaufen, denn... Ein Tiefenlockerer, der würde uns besser zu Gesichte stehen. Also ich hoffe, dass er jetzt dann mit dem Verkehr hier keinen Trouble mehr hat. So, einmal hoch. Drehen brauchen wir jetzt gar nicht, weil wir fahren jetzt in diese Richtung. Das müsste dann so passen. Ja, dann schauen wir mal, dass wir den hier genau so reinkriegen. So, und ab die Post. Und unten sollte es doch kein Problem sein. Ich mache mir ja immer ein bisschen Sorgen, wenn hier so zwischen den Feldern die Bäume stehen. Na, dann fängt manchmal der Helfer auch an, irgendwie was zu sehen, was nicht da ist. Alles so Kleinigkeiten, wo ich mir auch denke, das müsste man doch eigentlich mal irgendwie in den Griff kriegen. Da warten wir einfach mal auf den LS25, wie es da aussieht, ob es dann besser wird. Und er zögert hier schon wieder, er zögert. Und jetzt fährt er doch weiter. So, was macht in der Zwischenzeit der Fendt? Ist klar, nee, der macht gar nichts. Leute. Motor starten. Der hat tatsächlich ja komplett die Arbeit eingestellt. Das ist wirklich ernüchternd, Freunde. Das ist ernüchternd und das wird mir noch viel, viel Arbeit machen hier auf dieser Map. Habe ich so den Eindruck. Ja, es wird Zeit, dass wir Geld machen, richtig Kohle, damit wir in größere Maschinen, in bessere Maschinen dann auch investieren können. Und dann sehen wir mal weiter. Aber jetzt noch mehr Felder. Also ihr seht, wir haben so schon genügend Arbeit auf der Rehbach. Ich sage an der Stelle wieder recht herzlichen Dank. Das soll es gewesen sein hier wieder für 20 Minuten Folge LS22 bei mir auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.